Hallo meine Lieben, ja, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag oder guten Abend, wann auch immer du jetzt dieses Video schaust. Wir schauen jetzt einfach mal rein hier in den 19.06., was da auf uns zukommt. Also, ich möchte mich nochmal für eure Abstimmung bedanken. Also, ich habe hier gesehen, 25% haben keinen Bock, dass ich ein Live mache. 75% waren es, glaube ich, die gesagt haben, ja, gerne. Ne? Weil ich habe ja gestern hier eine Abstimmungsrunde gemacht. Wenn ich jetzt aus dem Urlaub da bin, wieder, ne, dass wir mal so ein kleines Live machen, wo ich vielleicht auch mal eine Ja-Nein-Frage bei euch beantworte. Und ja, genau, also 75% haben mit gerne geantwortet. Okay, das wollte ich euch nochmal sagen. Also werden wir das nach dem Urlaub irgendwie mal einführen an einem Tag. Ne? Ihr werdet natürlich dann sehen, wann. Ich mache das zum allerersten Mal. Also ich bin mal gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir gedacht habe. Und genau, so. Jetzt geht's aber los. Was kommt denn heute am 19.06. auf das Kollektiv zu? Okay, da haben wir doch schon mal ein bisschen was. Nimm mal erstmal die. Okay, zu hohen Ehren kommen haben wir hier. Das sind meine eigenen Kipperkarten. Dann kriegst du hier ein Geschenk. Also du könntest hier in irgendeiner Sache heute Anerkennung erhalten. Vielleicht kommt etwas auf dich zu, was sich wie ein Geschenk für dich anfühlen könnte. Du hast dir aber heute auch so ein paar trübe Gedanken. Also du machst dir sehr große Gedanken über eine Situation, aber auch du hoffst. Ne? Also ich habe hier auch das Hoffen und das Bangen. Vielleicht wartest du wirklich, dass du was bekommst, ein Geschenk. Oder es geht wirklich darum, dass du hier vielleicht auch etwas gewinnen tust. Ne? Ich habe hier so einen kleinen Gewinn auch mit drin, aber du bist total in den trüben Gedanken. Also komm da bitte raus, ne, aus diesen trüben Gedanken. So, dann schauen wir mal, was das Tarot sagt. Was kommt heute noch am 19.06. aufs Kollektiv zu? Hier haben wir schon mal eine Chance liegen. Eieiei, das sind gerade keine schönen Karten. Okay, ich frage mal, warum die 6 der Schwerter? Okay, ja. Mir scheint es heute, dass es mal wieder um die Liebe geht oder um die Arbeit. Na, also ich habe hier irgendwie die Geduld drinne, das Wachstum, vielleicht dauert hier schon etwas sehr, sehr lange in einer Situation. Ne, das hat vielleicht auch mit Gefühlen zu tun. Wir sehen hier, es soll hier etwas friedlich werden. Normalerweise sollte etwas gut werden, aber irgendwie fühlt es sich sehr, sehr schwer an. Ne? Vielleicht machst du dir hier zu viele Gedanken über eine Situation. Wir haben hier eine Chance, eine leidenschaftliche Chance, die auf dich heute zukommen könnte. Ne, vielleicht bist du hier mit irgendeiner Idee schwanger gegangen, kann man hier so sagen. Es brennt hier etwas, es brennt die Leidenschaft, hier ist eine Chance. Ich habe hier auch so ein bisschen die Energie, ich weiß nicht warum, aber ich kriege hier die Energie rein. Heute ist auch ein guter Tag, schwanger zu werden. Keine Ahnung, warum mir das reinkommt, ne? Weil hier ist eine Chance, halt wirklich heute hier umzusetzen. Ja, entweder wirklich unter Kontrolle etwas zu bringen oder wirklich hier eine Sache umzusetzen. Vielleicht willst du gerne Mutter werden, vielleicht willst du hier schwanger werden oder es ist irgendeine andere Idee, die du hast, die du umsetzen könntest heute. Und es geht aber hier darum, an ein anderes Ufer zu gehen. Ne? Also auf der einen Seite habe ich hier so eine Situation, wo du sagst, ich muss mich davon wegdrehen, dass sich mal etwas ändert, dass sich etwas wandelt hier. Ne? Ich gehe jetzt an ein anderes Ufer, an eine andere Seite und vielleicht finde ich ja da das Gleichgewicht, aber wir haben ja auch noch so einen Liebeskummer oder so einen Schmerz. Na, also irgendwie könnte dich hier noch so ein gewisser Schmerz heute einholen, vielleicht auch wegen der Vergangenheit, vielleicht wegen jemand aus der Vergangenheit, das kann ja auch sein, oder du hast halt hier, du bist hier vielleicht in so einem Kummer bezüglich der Vergangenheit, ja, und da geht es halt um ein liebevolles Angebot, also
wirklich um ein liebevolles Angebot. Vielleicht könnte dir aber auch jemand heute hier ein liebevolles Angebot machen aus der Vergangenheit, aber irgendwie scheint dir das nicht so gut zu tun, ne? Diese ganze Sache. Du hoffst hier natürlich. Du hoffst hier, dass vielleicht auch von jemand aus der Vergangenheit ein liebevolles Angebot auf dich zukommt. Und also ich habe hier wirklich so die Hoffnung heute in dieser Sache drinne. Ja, aber man macht sich hier sehr, sehr viele Gedanken. Ja. Wenn es wirklich um die Liebe geht, ne, da sehe ich das ja heute, dass man schon mit einer Idee schwanger gegangen ist und gerne was umsetzen wollen würde, aber hier muss halt eine Lösung her, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird und der Schmerz hier rausgeht. Ja. So, wenn wir jetzt wirklich auf berufliche Themen heute schauen, dann sehe ich ja auch, dass du vielleicht auch sehr, sehr viel Geduld in eine Sache reingesteckt hast, sehr, sehr viel Gefühle mit reingesteckt hast. Das kann hier wirklich eine Sache im Kollegenkreis sein. Vielleicht sind noch andere Menschen mit betroffen oder dass hier wieder etwas in eine Balance gerät. Aber irgendwas Schweres hat man noch zu tragen. Also es sind hier irgendwelche schweren Gedanken, die dir heute auch da zu schaffen machen. Weil du würdest hier gerne was umsetzen, aber du weißt halt nicht so richtig, ob das gut wäre. Vielleicht sagst du das einem Chef oder einer Chefin, vielleicht bist du aber auch selber selbstständig, dass du gerne was umsetzen wollen würdest. Aber hier sehe ich halt, man muss hier erstmal noch eine Lösung finden, das andere hier in ein Gleichgewicht zu bringen, diesen Schmerz in ein Gleichgewicht zu bringen. Weil irgendwas hat dich vielleicht auch hier so ein Stück weit verletzt. Vielleicht ging es hier um ein Angebot. Ne, vielleicht wurde dir schon ein Angebot in der Vergangenheit gemacht und ja, vielleicht hoffst du heute wirklich, dass das hier für dich in Frage kommt, ne, diese Sache, dass du das umsetzen kannst. Vielleicht hast du in der Vergangenheit aber auch schon irgendetwas anderes gemacht und das hat dir vielleicht auch nicht so tolle Sachen gebracht. Ja. Na gut. Was kommt heute noch aufs Kollektiv den 19.06. zu? Was sagen denn die Lennys? Ja, wir haben ja ein Telefonat, was dich heute erreichen könnte, oder generell eine Kommunikation, wo schon ein bisschen Weisheit mit gefragt ist. Es geht hier entweder um eine sehr, sehr tiefe Kommunikation oder man redet hier vielleicht auch über Wünsche, ne? Man hat den Wunsch auch, dass es etwas Stabiles ist. Kann auch um ein Haus gehen. Ne, dass du hier irgendwie eine Kommunikation wegen eines Hauses bekommen könntest, einen Anruf, da ist irgendein Verlust, also da ist irgendwas. Ne, vielleicht ist hier schon länger, fehlt hier irgendwas an der Sicherheit. Das kann ja mit diesem Gebäude sein, dass hier vielleicht hast du auch irgendwie dir ein neues Haus gekauft oder irgendein Thema mit einem Haus, aber irgendwie fehlt hier was. Hier ist hier ein Verlust mit drin, schon eine längere Zeit wahrscheinlich. Und ja, na, du weißt vielleicht auch nicht so richtig, was du tun sollst. Vielleicht bist du hier auf Reisen, ne? Oder es geht hier wirklich um einen Umzug wegen eines Hauses und da guckst du dir noch mal was wegen einer Einladung an. Innerlich hast du halt wirklich Angst, dass jemand dann hier sagen könnte, nee, du bekommst das nicht, ne? Das ist hier nicht so. Vielleicht geht es ja auch generell um berufliche Themen, ne, dass es vielleicht auch mit einer Kündigung zu tun hat. Vielleicht hast du auch ein Haus und hast hier Angst, dass du gekündigt wirst. Auch sowas kann das hier sein. Also irgendein Verlust mit den Mäusen ist hier drinne, ne? Und in der Mitte haben wir halt wirklich den Wunsch. Du hast hier wirklich, du wünschst dir hier etwas. Du wünschst dir vielleicht auch dieses Haus, aber irgendwie habe ich hier so diesen Verlust mit drinne. Du hast irgendwie Angst, dass man etwas abwehren könnte. Ne? Eine Kommunikation mit einem Haus, vielleicht willst du auch ein Haus verkaufen, das kann ja auch sein. Auf jeden Fall ein Telefonat, ne? Was dich heute hier erreichen könnte. Wenn es jetzt in der Liebe ist, dann können wir sagen, du könntest hier heute auch einen Anruf kriegen. Ne? Vielleicht redet man auch so ein bisschen über die Wünsche. Vielleicht geht es hier darum, darüber zu reden, so ein bisschen über mehr Stabilität in einer Verbindung. Ne? Vielleicht auch generell ein Gespräch heute mit der Familie. Auf jeden Fall sehe ich hier mit der Maus ist hier ein Verlust, also ein Verlust gerade an Sicherheit. Na, in irgendeiner Hinsicht. Ich möchte mal wissen, was ist denn das direkt für ein Verlust mit der Sicherheit und mit der Zeit? Ja, entweder geht es hier, es könnte auch ein Telefonat, ein Gespräch heute kommen, dass hier irgendetwas, also wenn es jetzt wirklich um die Familie geht, dass hier irgendwie was mit einer
Vielleicht Großeltern oder sowas, ein Verlust mit Großeltern kann das sein. Ja, vielleicht ist hier irgendetwas mit einer Person, die vielleicht mit dem Haus involviert ist, wenn es um ein Haus geht. Ja, also irgendwie geht es hier um die Sicherheit in irgendeiner Sache, ob das jetzt mit einem Partner ist, mit der Familie, vielleicht auch mit einer Person aus der Vergangenheit. Also irgendeine Nachricht könnte dich heute hier ereilen. Na, ja. Und für die, die auf Kommunikation gucken, hier mit der Arbeit, das sehe ich ja auch, ne, man redet hier über die Sicherheit, aber dieser Verlust hat hier schon die ganze Zeit mit einem Chef oder mit einer Behördenperson zu tun. Ne, vielleicht möchte hier jemand nicht so richtig mitmachen oder vielleicht hast du auch irgendeine Absage in irgendeiner Sache bekommen. Auch das kann hier relevant sein, ja. Und man tut jetzt hier wirklich Entscheidungen, man möchte hier wirklich jetzt Entscheidungen treffen, ja. Also diese Entscheidung hat halt mit einem Ende zu tun, mit einem Kummer. Ne, du bist hier schon so ein Stück weit enttäuscht in einer Sache. Also ja, das ist ja heute eine Energie. Auf der einen Seite bekommt man hier mit zu hohen Ehrenkommen wirklich sowas wie einen Ehrenpreis und ein Geschenk. Aber auf der anderen Seite hat man trübe Gedanken und hofft natürlich. Ne? Also ja, kann auch sein, vielleicht ein Familienmitglied, vielleicht geht es einem Familienmitglied nicht so toll und das macht dich hier auch so ein bisschen fertig, ne? Das könnte auch so ein bisschen an dir nagen, aber dafür klappt es vielleicht auch beruflich gut. Ach, das ist ja wieder eine Energie heute. Na gut, ich möchte euch eigentlich nicht solche Energien da reingeben, aber es ist halt, das Leben ist halt, wie es ist. Ne? Man kann nicht immer nur jeden Tag alles gut und schön reden, das geht nicht. Ne? Ich verpacke das auch nicht gut und schön, also weil manches immer sagen, ah, es kam mir auch schon vor, dass jemand dann so gesagt hat, kannst du das nicht ein bisschen schöner umschreiben oder sowas? Nee, kann ich nicht. Ne? Wenn die Energie mir so angezeigt wird, wie soll ich das schöner reden? Ja, vielleicht soll ich auch sagen, tut mir leid, dass es heute nicht so klappt im Familienbereich, dass da ein Verlust ist oder dass es vielleicht auch jemand nicht gut geht, aber die Person kommt schnell auf die Beine. Das hoffe ich natürlich, ne, wenn es halt wirklich so ist, dass es hier um einen Menschen geht, Großeltern oder sowas. Aber ich werde das halt nicht schönreden, wenn die Energie halt nicht schön ist in dieser Zeit. Also, ne, wo die Karten mir das gerade so sagen. Na? Kann ja auch wirklich irgendwas sein, irgendwas Kleines, was du dir vielleicht auch gewünscht hast und da ist halt ein kleiner Mangel bezüglich dieser Sicherheit, ne? Das kann ja auch sein. Muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass es hier um ein Familienmitglied geht, dass da ein Verlust ist. Na? Wir hoffen es natürlich mal nicht. Ja? Oder es kann auch wirklich was Berufliches oder Behördliches sein, dass es da um eine Kommunikation geht, ne, dass dir vielleicht auch jemand sagt, das mit dem Umzug klappt nicht. Ne? Auch sowas, sowas einfach so kleine Sachen. So, was sagt jetzt der geile Scheiß des Glücklichseins? So, da haben wir heute die Energie, du wirst nicht das bekommen, was dir zusteht, wenn du daran festhältst, was du loslassen sollst. Also irgendwas musst du hier noch loslassen und wenn es dieser Schmerz ist, dann kann das zu dir kommen, was du hier wirklich möchtest. Ne? So, dann haben wir die Energie, es gibt eine Wahrheit, die sich in deinem Inneren verbirgt und sie lautet, du verdienst all das Schöne, was das Leben bereithält, du verdienst das Beste. Und dann habe ich hier noch, überleg dir heute drei Dinge, eine Hausaufgabe für euch. Überleg dir heute drei Dinge, die du an dir magst. Schreib sie auf eine Karte oder auf einen Zettel und sprich sie laut aus. Ich bin. Nimm diese Karte dann überall mit hin oder den Zettel und trag sie wie einen Schatz bei dir. Oder leg es neben dich, wirf immer wieder einen Blick darauf und freu dich darüber, wie großartig du bist. Also schreib heute mal wirklich drei Dinge auf, was du an dir schätzen tust, ne? Was du für ein Mensch bist. Zum Beispiel, ich bin ein empathischer Mensch, ich höre gerne Menschen zu, ich bin wundervoll oder was auch immer. Ne? Das sind gleichzeitig so Affirmationen für dich. So, dann fragen wir jetzt mal noch die Runen, was die Runen hier noch in diesem Thema heute anzeigen. Welche Rune begleitet uns heute durch den Tag? Oh, das ist die Eivas.
Die Evas, die sagt, es geht um harmonische Beziehungen. Ne? Es geht hier um Beziehungen, es fließt wirklich auf beiden Seiten. Du sollst etwas loslassen, damit du wieder in den Fluss des Lebens kommst. Ja, das ist auch immer so eine, für mich ist das auch so die Rune der Seelenliebe, ne? Weil das hier so aussieht, wie wenn man sich hier die Hand reicht. Ja, wie wenn man sich hier einfach jetzt mal die Hände reicht, zusammen den Weg geht und ja. Es geht halt hier um harmonische Beziehungen zwischenmenschlicher Art. Ne, entweder wirklich mit einer Gegenüberenergie oder halt wirklich mit dem Chef oder mit einer Behörde, ne, dass du hier wirklich ruhig bleibst und ja auch irgendwie in deiner Harmonie bleibst. Ne? So, mein Lieben, ich wünsche euch jetzt erstmal einen ganz, ganz wundervollen Mittwoch, einen schönen Tag und ich gebe euch später dann noch das Single-Orakel rein. Ne? Ciao, ciao.